Hey Leute, wenn ihr auf der Suche seid nach Musik für Yoga, zur Meditation, zur Entspannung oder einfach zum Einschlafen, dann schaut gerne mal bei Relax and Zen Music vorbei. Dort findet ihr eine große Auswahl an Videos mit schönen Klängen, die euch bestimmt gefallen. Einfach mal den Link unter dem Video anklicken und durchstöbern. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Stunde. Hey Leute, hey Yogis, willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Chill-Vibe-Serie auf der Yogamatte. Nachdem wir letztes Mal ein bisschen in den Beinen waren, gehen wir heute mehr in die Schultern und in die Wirbelsäule und wir starten heute mal im Stehen. Komm einmal in einen festen Stand auf die Matte, kannst dich ein bisschen mit den Armen ausbreiten, vielleicht nochmal ein bisschen ausschütteln, auslockern, Füße nicht zu eng, vielleicht aufstellen. Aufrichten, tief durchatmen. Nehmen wir uns wieder einen kleinen Augenblick hier, schließen die Augen, richten die Achtsamkeit zum Hier, zum Jetzt. So viel von unserer Aufmerksamkeit wird im Alltag in alle Himmelsrichtungen verstreut. Nutze wieder diese paar Minuten, dich ein bisschen zu sammeln, zu dir zu kommen. Die Atmung ein bisschen zu vertiefen. Bring die Hände nochmal vor dein Herz zusammen. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier mit geschlossenen Augen. Und dann kehre zurück in den Raum, zurück in deine Umgebung, öffne die Augen, mach dich wieder ein bisschen frei, locker ein bisschen die Hände, die Handgelenke, lass gerne die Schultern wieder ein bisschen frei, sich bewegen hier, ein bisschen locker machen, bevor wir in die Bewegung kommen, hier wieder für die nächsten 15 Minuten, die wir haben. Vielleicht nochmal schön die Arme zur Decke strecken, mal so ein bisschen lang ziehen in der Luft. Gut, und dann lass die Hände wieder zur Seite fallen. Festen Stand weiter beibehalten, Hände neben dir an der Seite. Und dann in der nächsten Einatmung heben wir den rechten Arm hoch, kreisen ihn in der Ausatmung komplett herum. Und dann in die Gegenrichtung, von innen nach außen, atme ein und dann wieder zur rechten Seite tief und dann linken Arm über die Seite ein, ausatmen, kreise zu Ende und dann von innen, atme ein, nach außen, wieder tief aus. Zwei Runden mehr, rechter Arm nach oben ein, von außen, kreise nach innen. Und dann von innen, ausatmen, wieder nach außen, linker Arm ein, ausatmen tief, von innen rein, ein und aus, wieder tief. Letzte Runde, rechter Arm ein, ausatmen, kreise, Gegenrichtung ein und rechter Arm tief aus. Letzte Runde, linker Arm ein, kreise aus, Schulter schön frei, nochmal von innen, atme ein und kreise tief aus, sehr gut. Atme ein, beide Arme in die Luft, diesmal verbinde die Finger ineinander, greife in eine kleine Pistole, Zeigefinger zur Decke, atme noch höher ein, streck dich, Bauch ein bisschen fest und dann lehne dich zur rechten Seite und ziehe ein bisschen die linke Flanke in einer
sacht und seicht, Streckung auseinander und gib dem Körper ein bisschen Raum, ein bisschen Platz dort, wo du vielleicht ein bisschen kurz, ein bisschen fest bist. Einatmen wieder zur Mitte. Und dann nach links lehnen. Gib der rechten Flanke auch diese schöne Berührung in der Seitstreckung. Leichten Druck auf den Händen, auf den Zeigefingern. Rechte Hüfte darf ein bisschen gegenschieben, aber halte den Bauch ein bisschen fest. Gut, komm wieder zurück zur Mitte, atme ein, öffne die Hände ins V. Und dann bring die Hände vor das Herz wieder ins Namaste. Gut, von hier Arme wieder zur Seite. Atme nach oben ein. Und dann komm in die große Vorbeuge. Beug die Knie, lass dich langsam Richtung Oberschenkel fallen mit dem Bauch. Wenn die Hände die Matte, die Füße berühren, klapp dich ein bisschen mehr zusammen, streck vielleicht ein bisschen die Beine und genieße ein bisschen Länge in den Rückseiten der Oberschenkel und dadurch vielleicht auch ein bisschen können wir Druck nehmen aus unserem unteren Rücken, aus der Wirbelsäule. Wer mag, kann sich ein bisschen aushängen weiter, vielleicht die Ellbogen greifen, so ein bisschen hin und her pendeln. Gut, und dann lass die Hände wieder zum Boden kommen. Hände zum Schienbein, halbe Vorbeuge, streck den Rücken auseinander, wie wir es schon so oft gemacht haben. Einmal zwischen Gesäß und Hinterkopf eine schöne Linie finden, rausschieben mit dem Herzbereich, mit der Hüfte. Hände drücken ein bisschen mit, atmen nochmal tief ein und dann wieder große Vorbeuge. Kopf zu Fuß. Sink ein bisschen wieder zum Boden mit dem Scheitelpunkt des Kopfes. Gut, kommen wir hier ein bisschen in Bewegung, einen halben Sonnengruß. Beug gern leicht die Knie, atme nach oben ein, wieder in den Berg. Und dann Hände vors Herz wieder ins Namaste. Über die Seite atme ein, mach dich lang. Und tiefe Vorbeuge wieder aus. Halbe Vorbeuge, atme ein. Und große Vorbeuge, atme aus. Und wieder in den Berg, atme ein. Und zum Herzen, atme aus. Nach oben ein. Zur Matte aus. Halbe Vorbeuge, wie ein langes L, atme ein. Und wieder große Vorbeuge aus. Noch eine Runde in den Berg, atme ein, zum Herzen aus, über die Seite atme ein und tiefe Vorbeuge aus. Sehr gut, noch einmal halbe Vorbeuge, streck dich auseinander und dann große Vorbeuge tief, sehr gut. Gehen wir hier in die Schultern, kommen in die leichte Dehnung, bringen die Hände über dem Rücken zusammen. Finger greifen fest. Wenn dir das schwerfällt, kannst du auch gerne ein Handtuch greifen, dich daran ein bisschen festhalten. Oder du kannst auch gerne die Hände in die Hüfte stemmen, Ellbogen zusammendrücken. Wähle deine Variante. Schieb die Arme hoch, atme etwas mehr Länge ein. Und dann schieb dich in die leichte Vorbeuge auch hier mit der schönen Schulterbindung dazu. Knie sind gern ein leichtes bisschen mehr gebeugt, um den Druck vom Rücken zu nehmen. Entspann den Kopf, den Nacken. Und dann schieb die Arme hoch, ein bisschen über den Kopf, soweit es für dich intensiv, aber immer noch angenehm ist, die Atmung immer noch fließen kann. Gut, gehen wir von hier ein bisschen mit in die Seite. Beug ein bisschen das rechte Knie. Und dann drück dich mit der rechten Schulter ein bisschen nach links unten. Und öffne ein bisschen die linke Schulter etwas weiter, freier. Gut, komm wieder zur Mitte, atme ein. Linkes Knie beugen, rechtes Bein strecken und dann zur rechten Seite etwas mehr öffnen. Gut, komm wieder zur Mitte. Noch ein letzter Zug hier, streck und schieb nochmal hinein. Und dann Hände sachte tief. Halbe Vorbeuge, streck den Rücken lang und dann komm zur Matte, Hände zum Boden, linker Fuß nach hinten,
rechter Fuß nach hinten, einen Augenblick hier im Stütz, gerne auch natürlich die Knie absetzen, ein bisschen vom Boden wegschieben, atme tief ein und dann setz die Knie ab und komm zum Boden in die Bauchlage, für einen Moment hier schwer werden, Stirn ablegen, Füße ein bisschen rausziehen. Gut, und dann bringt von hier die Hände langsam vorne ein bisschen raus, bringt die Ellbogen unter die Schultern, kommen wir in die Sphinx, öffnen ein bisschen das Herz, rollen die Schultern weg von den Ohren und finden hier ein bisschen Rückbeuge, öffnen ein bisschen die Vorderseite des Körpers zwischen Bauchnabel und Nase, eine schöne Streckung finden, Herz ein bisschen durch die Arme durchschieben. Gut, auch hier achtsam natürlich schauen, dass es dem Rücken nicht zu viel wird, vor allem im Lendenbereich, wodurch du ein bisschen zusammenziehst in der Wirbelsäule. Atme nochmal tief ein und dann leg dich mit langem Körper wieder ab. Hände neben's Herz, komm nochmal in die Kobra hier im Wechsel. Atme ein, schieb dich raus, Herz vor, Ellbogen nach innen, aus, atme wieder tief. Kobra ein, wieder tief aus und ein und aus und noch einmal. Öffne, atme ein und lösen aus. Drück dich zurück über den Vierfüßlerstand, Zehen aufgestellt und dann herabschauender Hund, streck langsam den Körper von der Matte in die Länge. Halte hier ein paar Atemzüge, vielleicht mit ein bisschen Wärme jetzt. Fühlt sich ein bisschen freier an. Kannst ein bisschen auf der Stelle wandern. Ein bisschen deine Abstände finden. Und dann auch hier noch ein tiefer Atemzug mehr. Und dann löse zum Boden, Knie zur Matte. Komm über den Sitz hier in den Vierfüßlerstand, Hände auf die Knie, Hände nach vorne, Knie auf der Matte. Aus dem Vierfüßler kommen wir nochmal in die schöne Schulterdehnung. Wenn du bereit bist, heb dich zur rechten Seite an, mit dem rechten Arm öffne dich, atme ein. Und dann zieh dich unter dem linken Arm durch, leg langsam ein bisschen die Gesichtshälfte ab, den Oberarm, die Schulter ab. Schau, dass du dabei nicht im Nacken liegst mit dem Gewicht, sondern wirklich die Schulter spürst, dort ein bisschen die Dehnung aufbaust. Wenn du magst, kannst du die linke Hand vor dem Gesicht lassen oder du bringst die linke Hand nach vorne und streckst dich ein bisschen über die Seite, auch hier nochmal frei, öffnest beide Hände groß, lässt die Finger schon spreizen. Schau, dass die Hüfte über den Knien bleibt, nicht zu sehr verdreht. Gut, und dann komm wieder zurück, linke Hand wieder vor die Nase, dreh dich langsam wieder auf, über die rechte Seite, über den Vierfüßlerstand nochmal Gegenrichtung finden und dann langsam wieder schließen und wieder erden und dann zur anderen Seite. Linken Arm heben, atme ein und dann tauch unter rechts durch, zieh dich einmal lang auseinander, auch hier komm ein bisschen in die schwere Schulter. Leg auch hier gerne dich mehr und mehr in dem Arm ab und wenn du möchtest, streck auch hier vielleicht den rechten Arm über den Kopf nach vorne. Wenn du die Hand nicht zum Stützen brauchst, zieh dich ein bisschen frei und auch hier nochmal eine schöne Schulterdrehung, ein bisschen Twist im Oberkörper. Hier noch ein tiefer Atemzug. Und dann kommen wir wieder zur Mitte. Hände aufstellen rechts über den
Linken Arm zurückfädeln, nochmal gerne öffnen zur linken Seite, atme ein. Und dann wieder schließen, atme aus, sehr gut. Gerne nochmal kurz erden hier, vielleicht noch ein zweites Mal. Den herabschauenden Hund kurz strecken, mit ein bisschen mehr Öffnung in den Schultern, vielleicht ein bisschen angenehmer. Sehr gut. Und dann komm mit den Knien zur Matte, komm langsam über die Beine nach vorne in den langen Sitz hier. Einmal noch in den halben Schmetterling gehen wir in die Vorbeuge, Linkfuß einmal ansetzen am rechten inneren Oberschenkel. Gerne etwas höher setzen, wenn dir das schwer fällt, oder das Knie mit einem Block polstern, wenn du ihn in der Nähe hast. Richte dich zum rechten Bein aus, heb beide Hände zur Decke, atme ein und finde dann eine sanfte Vorbeuge hier. Greife Knöchel, Fuß oder vielleicht auch das Schienbein und dann mit ein bisschen mehr Länge atme ein, mit ein bisschen Vorbeuge atme aus. Auch hier nicht wichtig, wie tief der Kopf oder die Nase kommen, sondern dass du nochmal dich auseinanderziehst, ein bisschen öffnest, linkes Knie ein bisschen schwer fallen lässt, die Hüfte dort nochmal ein bisschen dehnst und öffnest, guten festen Sitz hast im Anker, dich schwer machst im Gesäß. Ein Atemzug noch mehr. Dann komm wieder raus. Beide Arme gerne kurz heben für die kleine Gegenbewegung, bevor du dann die Beine wechselst. Linkes Bein vorne lang, rechten Fuß aufstellen und ansetzen am linken Oberschenkel oder Knie. Auch hier schön aufrichten. In der nächsten Einatmung heb die Hände, richte dich nach links aus und fall dann auch hier in eine schöne Vorbeuge über deinen linken Oberschenkel mit dem Herzen hinein. Auch wenn du dich ein bisschen festhältst, nicht zu fest greifen, nur ein bisschen mitorientieren. Ein tiefer Atemzug nochmal hier für den Rücken, für die Seite, für die Hüfte. Und dann löse wieder auf. Kommt hoch. Komm wieder in deine kleine Gegenbewegung. Füße gerne vor dir lang machen oder aufstellen. Wer etwas mehr braucht, komm in den Tisch. Fersen unter den Knien, Schultern und das Herz. Und dann drück dich ein bisschen hoch hier. Öffne ein bisschen nochmal die Brust, die Schultern ziehen zusammen. Blick zur Decke. Atme tief ein. Und dann ausatmen, langsam wieder lösen. Fall nochmal entspannt über die beiden Oberschenkel. Mit den Armen und den Oberkörper nach vorne. Und dann kannst du dich gern für den letzten Moment nochmal gerade hinsetzen, vielleicht im Schneidersitz nochmal kurz dich hier entspannen, Augen nochmal schließen, Hände entspannt vor dein Herz bringen. Ich bedanke für die schöne Bewegung, für ein bisschen. Ja, eine kleine Oase in deinem Tag, die du gefunden hast, wo du neue Energie ein bisschen schöpfen konntest. Und dann zum Abschied, atme nochmal tief ein, mach dich lang. Daumen zur Stirn, atme aus für klare Gedanken, zum Kinn zum Mund für wahre ehrliche Worte. Und wie immer zum Herz für ganz viel Kraft und ganz viel Energie, verneige dich, Namaste. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir wieder gut getan. Bis zum nächsten Mal.